Hallo. Guten Tag. Aua! Das erste, was er macht, ist ein komisch. Was stellen mir die Leute für komische Fragen, ob meine Käsebrötchen immer noch von der Aldi-Tante geklaut werden? Käsebrötchen! Joint mal bitte alle, meine FPS müssen sich fangen, nachdem wir in der Höhe gejoint. Ja, ein Schneebiom. Ich frage das jetzt ein random Mensch aus meiner Kontaktliste. Caro, was wurde dich gefragt? Ob meine Käsebrötchen immer noch von der Aldi-Tante geklaut werden. Wir müssen unbedingt aus diesem Schneebiom raus. Absolut. Du hast noch gar nicht gejoint. Weil meine Frames denken sich hier mit dem Finger. Caro, ich habe das jetzt irgendjemandem gefragt. Sie hat einen Skype-Kontakt. Naja, 5 Leute drin. Also, es lässt sich schon mal abbauen. Das ist schon mal gut. Ja, ich habe schon alles eingestellt. Gott, was hast du denn für ein Skin? Wohin wollt ihr denn schon? Bleib mal da. Eine Katze, wie süß. Lasst mal bitte. Ich bin noch gar nicht da. Ja, sag ich gleich. So, jetzt ist gut. Aus. Ja, Caro, du kennst ja DK Skin, ne? Kennst du ja DK? Bin ich da. Ja. Das Markenzeichen ist ja ein Fuchs von dem, ne? Und da hat er halt ein Kirby-T-Shirt, ne? Weißt du, was Olli für ein Skin hat? Ein Panda-Bär mit einem Kirby-T-Shirt. Hey, Hamster. Hallo. Eigentlich, das ist 1:1 mit einem Panda. Also eigentlich nur die Farben. Boah. Echo. Ja. Wo sind die anderen? Ja, genau. Wohlgemerkt. Ey. Da war das. Ey, Mensch, warum geht's auf mich? Hallo, das war leer. Ist gut. Hallo, ich möchte gerne was sagen. Ja. Ja. Können wir bitte offscreen aus diesem Schneebiom raus, weil meine Frames fangen sich hier überhaupt nicht gerade. Wenn denn einer stirbt, ist er irgendwo im Arsch. Gecko läuft vor. Wir können doch jetzt den Spawn setzen bei Koordinaten. Stimmt. Alle. Ich kann so für alle setzen. Ich habe. Ich habe doch extra die Konsole offen. Nebenbei im Hintergrund. Okay. Können wir während der. Ja, Caro. Chex hat mich, also Olli hat mich vorhin angeschrieben während des Livestreams, ne? Und meinte einfach mal so. Sag mal im Stream, dass Domi dumm ist. Na, deswegen hab ich doch gesagt, schmierst ihn in die Haare, Olli. Also, na, weißt du, warum er das gesagt hat? Ich habe ihn getötet bei Hunger Games. Ich habe ihn bei Hunger Games getötet. Oh, dann hab ich das... Meine Mutter würde jetzt sagen, der soll sich nicht so ins Knie... Sagt die das echt? Ohne Schein! Die hält sich nicht mehr zurück, seit ich nicht mehr da wohne. Ich komme gleich nach, ich muss mein Minecraft mal anladen. Wie soll sie? Ja, die hat voll die gewählte Aussprache eigentlich gehabt, als ich da noch gewohnt habe, seitdem ich weg bin. Ne, wir sind Auto gefahren, da hat eine die Vorfahrt geklaut. Dumme Fotze, ne? Und dann meinte mein Bruder so, dass mein Vater will, dass neu tapeziert wird im Flur, ne? Weil da ein Knick in der Wand ist und dann das zugespachtelt werden soll, ne? Und dann meinte sie so unter Motto, er soll sich nicht so anstellen, meinte sie so zu meinem Bruder, ja, der soll sich nicht so ins Knie f- Was ist das für ein Ausdruck? Sind wir alle so. Ja. Sehr gut. Okay. Man muss mal beide gleichzeitig so, Mama! Ich hab immer noch einen in der Höhle ist so eine schöne Tribüne, da könnt ihr euch alle drin aufstellen. Toll, ich wollte gerade Game Mode machen, damit ich Geist mal machen kann. Also ich wollte halt nur was zu essen cheaten, weil ich schon 3 Keulen verloren hab. Hier gut. Ja, egal. Das ganze Marmor. Aber egal, passt schon. Der Marmor! Oh nein, Kat, ist ja wie damals. Oh, daraus kann man... Jetzt hör auf! Das ist Kupfer und Kohle. Kupfer, Kohle. Oh, eine Höhle! Ey, Mann! Kat, erst ausbauen, dann farmen. Okay. So, stellt euch mal alle so ein bisschen über... am besten immer jeder eine Stufe höher. Und dann alle hintereinander oder so. Entwicke weg. So. Hört ihr jetzt bitte? Aua! Geh da runter! Nein! Eigentlich ist das schon so gut. Ente, stell dich wieder vor Cat und Domi geht hinter Hamster. Sieht man mich von der Seite oder sehe ich aus wie ein kleines, dickes Mädchen? Sieht gut aus. Dickes Mädchen. Ein kleines, dickes Mädchen. Alter, jetzt hör doch mal auf! Jetzt hört doch mal auf. Ernsthaft. Wie war es mit ordentlich? Ja, so ist gut. Ich fange dann an. Moment. Achso, ich muss ja auch aufnehmen. Warte. Meine Audacity. So gemerkt, das erste Lied ist nie an Cat. Moment, warte. Okay, warte, ich mach mal ganz kurz auf. Dann warte noch mal kurze Sekunde, bis ich dann gestartet habe. Diese Sau näher. Das Schwein will irgendwas. Warte, ich will mir auch nochmal die Minecraft-Playlist anmachen, damit ich ungefähr die gleiche Musik habe. So, und damit ich mal Musik habe. Ich schaffe endlich jetzt auf, das Schwein zu schlagen, ernsthaft. Das Schwein nervt aber. Ich nehme dich auch. So, von mir aus können wir. Okay. Kat, bereit? Ja. Soll ich runterzählen?
Ja. Drei. Oder ich weiß nicht, was sagen. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen beim neuen Let's Play. Na gut, eigentlich eher das erste auf diesem Kanal. Natürlich mit dem kompletten, naja, fast kompletten TGLP-Team. Dabei sind Hummingbird 96. Oui. Matt Hamster. Rubber Ducky LP. Oui. Zusammen mit Miss Lollipop LP, die beide vor einem Mikro sitzen. Und natürlich, last but not least, Cat Caro. Ah! Episch. Wartet, ich will auch. Oui. Alle in einer Höhle, wir werden so sterben. Schatz, ich jetzt auf mein Mikro. Wir spielen hier Tacket, natürlich. Scheiße, wir müssen normal anfangen. Ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Aber das mit dem Runterspringen ist eine coole Idee irgendwie. Ja. Und muss noch Lava hin. Setz mich hier direkt in Spawn. Warte. Und Schwein, auch noch eins. Oh, ich verliere schon Hunger. Das wird eine Arbeit jetzt für alle, die... Kennt einer von euch den Serverbefehl für Spawn setzen? Warte. Slash Spawnpoint. Scheiße, Mann! Das kann was werden. Das macht Cat eigentlich auch. Ich muss kurz was löschen, damit ich genügend Platz habe. Ach, Kinders. Aus Marmor kann man ja Marmorbricks machen. Wer hat da Zeug hingeworfen? Ich brauche mal die Koordinaten. Das habe ich gerade schon abgebaut. Koordinaten. Minus 175. Warte, minus 175. 0,51. Scheiße. Was? Ja. 0,51. Hä, hey, was machst denn du? Minus 175. Ich such's mir selber raus. 200 Gigabyte mehr. 185, dann 64 und 317. So nett. Die Kommazahlen brauche ich da überhaupt nicht. So, jetzt habe ich schon 200 Kolben. Da stand ich, so. Du schubst. Au, du haust. Nicht mich mehr hauen, ich habe schon wieder 200 Kolben weg, ey. Ja. Ich habe 5. 4, 5,5. So, ich habe den Spawnpoint gesetzt. Juhu! Wollen wir dann? Jo. Diesmal drücke ich Aufnahme aus. Moment, meine Freundin kommt gerade wieder rein. Können wir anfangen? Sitz! Du, das Schwein! Ey, gib weg! Ja, gib weg, Mutsch. Ich liebe dich. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich liebe dich, lass mich in Ruhe. Alter! Halt die Klappe, halt die Klappe! So, jetzt ist gut. Okay, Mach nochmal Timeset 1 oder Timeset 0 oder wie auch immer. Damit wir nicht gleich Nacht haben. So chaotisch, ne? So, 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Tschüss, Schwein. So, und zwar ist das das erste auf dem TGLP-Kanal, natürlich mit der fast kompletten TGLP-Community. Und dabei sind Rubber Ducky LP mit zusammen mit Miss Lollipop LP, Red Harmstar, yay, Hummingbird 96, Whee! Und natürlich Cat Carol. Meins. Ach ja. Nicht zu vergessen, Reptilian Let's Plays. Oh, ich bin ein ganz epischer Sprung. So, jetzt erstmal Holzfarm, würde ich sagen. Also, ich gehe mal ganz kurz da hinten das Zuckerraum holen, ne, weil ich habe das schon gesehen. Ja, ist in Ordnung. Also, wir spielen hier, um genau zu sein, die Tacket-Variante. Ich hau mal die Musik rein. So. So. Und wie drastisch meine Framerate kurz einsinkt, ist genial. Also auf jeden Fall, wir spielen hier Tacket und zwar ist das Ganze eine veränderte Form von Minecraft. Also im Prinzip ist es einfach nur ein Modpack, um genau zu sein. Und ich glaube, die Musik ist jetzt auf einmal doch viel zu laut, weil ihr vorhin irgendwie alle viel lauter wart. Ja, das ist ein bisschen schade. So, alle Holzfarmen. Ich gehe noch ein paar Pilze abbauen, ne? Vielleicht brauchen wir die ja irgendwann. Ja, ist jetzt ein Workbench, so. Ja. Ja, mach mal. Darum, hier ist direkt eine Schlucht. Sehr gut. Fängt schon gut an. In die Höhle, wo wir übrigens reingesprungen sind. Moment, das zeige ich ganz kurz gleich, sobald ich den Baum hier fertig habe. Dann zeige ich das erste neue Material aus dem Tacket Let's Play. Ach, und übrigens, was man noch dazu sagen kann, MacX kommt gleich noch dazu. Ach ja, seht ihr, MacX kommt auch gleich noch dazu. Der muss dann auch nur einmal in die Höhle springen.
Den müssen wir allerdings herteleportieren, weil wir mussten einen kleinen Weg laufen, weil wir wollten nicht im Schneegebiet spawnen. Dies hier sind Marmorsteine. Aus diesen kann man halt Bricks machen, wie man das auch schon aus Cleanstone kennt. Jo. Oder halt von Lehm. Hm? Auf jeden Fall kann man daraus Cleanstone machen, der echt verdammt geil aussieht. Dazu haben wir hier eine Art...